Ich bin Viktoria, ich komme aus Falkensee bei Berlin. Ich bin seit über 10 Jahren Fotografin im Bereich Neugeborene, Schwangere und Feinart. Und ja, hab da meinen Spaß bei. Doch, super. Wie hat das denn angefangen? Also, warum bist du nicht, keine Ahnung, Kosmetikerin geworden oder weiß was ich was, warum denn die Fotografie? Ich glaube, ich habe schon so ewig fotografiert, aber ich habe nie darüber nachgedacht, das professionell zu machen. Ich habe ja schon bestimmt, lass mich schwindeln, 15 Jahre. Ich habe ja bestimmt schon 15 Jahre so fotografiert mit einer kleinen Kamera, Freunde und ja. Und nachdem ich meine Ausbildung in der Bäckerei gemacht hatte und da hingeschmissen habe, habe ich mich dann selbstständig gemacht bei Brockhaus. Und weil das überhaupt nicht funktioniert hat, einfach gesagt, okay, dann werde ich halt Fotografin. Und war dann bei Calvin Hollywood zum allerersten Bootcamp damals. Und wollte eigentlich schon immer so im Fantasy-Bereich was machen, aber dann ist mir ein Kind vor die Linse gelaufen. Und dann hat es einen Schalter bei mir umgelegt, ich wollte nichts anderes mehr fotografieren als Kinder. Also, da war, war Sehr nichts mehr zu holen. Aber da, du meinst jetzt 15 Jahre fotografierst du schon, aber woher kam denn das? Also hat dir das eine Freundin gezeigt, Familie, selber, wie ist dieser Zusammenhang zu der Kamera entstanden? Nö, gezeigt hat mir das, ich kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich diese Eingebung hatte. Warte mal, hier poppt immer was auf. Kein Problem. Nee, sonst vielleicht auch nicht stören oder sowas, dann Nee, kommt nee, das nicht also, mehr. ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist schon so lange her, was damals. Ich weiß noch, ich habe mir die Kamera, ich habe mir eine Canon EOS 450D. Ich glaube, das war so eine Mittelformatkamera. Ich glaube sogar mit Kit-Objektiv und habe damit alles fotografiert, was mir vor die Linse kam. Ja, ob Hühner, ob alles. Ja, aber ich habe nie daran gedacht, Menschen zu fotografieren oder Kinder zu fotografieren, so wie ich es jetzt mache, ja. Ich glaube, ich hatte schon immer so ein Faible für den Porträtbereich, für alles Schöne. Ja, alles in Perfektion. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt. Ich habe halt auch schon von Anfang an mit Photoshop gearbeitet, ja. Damals, als ich noch gar nicht dran gedacht habe, überhaupt Fotografin zu werden, damals hat man halt noch Selfies gemacht mit der Webcam und hat die bearbeitet oder irgendwas zusammengebaut. Ja, mit diesem ganz, ganz alten 7er Photoshop noch. Und das lief halt immer parallel, ne? Also Bildbearbeitung hat mir schon eher Spaß gemacht, als ich überhaupt richtig professionell fotografiert habe. Und daher kommt das, glaube ich, auch, dass ich halt diese künstlerische Fotografie bevorzuge, vor dieser natürlichen Fotografie. Ja, dieses einfach nur mit einem Filter drüber. Wie heißt das? Preset. Ja. Genau. Aber ganz spannend, so die meisten Fotografen, mit denen ich spreche, die sagen so, die fotografiert eigentlich lieber und Bildbearbeitung ist, sag ich mal, so das notwendige Übel. Und Nee. bei dir ist es ja so andersrum, ne? Bei dir Bei ist mir so ist die andersrum. Bildbearbeitung Genau. da. Schon immer. Schon immer. Ja, geil. Das ist auch schon mal Ich super. wollte immer was Und. Besonderes machen und mich so von der Masse abheben, ja, weil dieses Normale, das macht ja jeder quasi. Das machen ja ultra viele. Ich war mal in so einer Gruppe drin von Fotografen in Brandenburg. Die haben irgendwie alle das Gleiche gemacht. Da sie, nö, hier muss ich wieder raus. Ja. Und das war mir schon mal so ein Anspruch, was Besonderes zu machen. Wo Sehr man gut. auf den ersten Blick sieht, boah, das hat Victoria gemacht. Ja, das sehe ich auch. Also, wenn ich ein Foto von dir sehe, dann weiß ich auch sofort, oh, das hat Victoria gemacht. Also, deinen Stil erkennt man da auf jeden Fall sehr gut heraus. Wie hast du jetzt angeeignet? Also, hattest du eine Ausbildung, autodidaktisch? Wie kam das so? Autodidaktisch, alles. Also Ausbildung überhaupt nicht. Also Fotoausbildung habe ich nicht. Ich kann es eigentlich beim Fotografieren auch nichts falsch machen, wenn du ein bisschen Talent hast, ne? Und wenn du weißt, was du machen möchtest und wie du das erreichen kannst. Klar, ich habe am Anfang erstmal alles an Objektiven besorgt, was ging. Ja, ist, glaube ich, normal, dass Fotografen am Anfang sich alles anschaffen. Und dann merken, oh, mit der Brennweite erreiche ich halt genau das,
was mir gefällt und dann spezialisieren sich halt darauf. Ja. Du hast ja angefangen mit dem 54er und dann mit dem Kit-Objektiv. Wo bist du jetzt hingelandet? Was für eine Kamera und was für Objektive nutzt du jetzt? Jetzt bin ich tatsächlich bei Sony gelandet, weil ich mit Canon irgendwann nicht mehr zufrieden war, weil ich bin jetzt ins Spiegellose abgedriftet und finde das natürlich ganz toll, ja. Ist Aber Canon natürlich. hat auch spiegellos. Ja, aber ich habe damals die erste Spiegellose, glaube ich, gekauft, als sie rauskam. Und die haben dort an dieser Kamera, ich glaube, das war die EOS R oder so, Er war die Affäre. diesen kleinen Joystick weggelassen. Und man sollte mit seinem Daumen, sollte man, der Eye-Tracker hat bei Kindern und so überhaupt nicht funktioniert. Der ist überall hingesprungen. Und ich konnte, und weil die sind ja auch viel, viel kleiner, die Kameras, als die normalen Spiegelreflex. Habe ich da so drin verkrallt und dann mit dem, ich habe ja auch immer diese riesen Objektive vorne dran, dass sie erstmal eine Sehnscheidenentzündung hatte. Das hat halt für mich überhaupt nicht funktioniert. Und dann hatte ich die Nase voll, habe alles genommen, was ich von Canon hatte, bin zu Kalumet gefahren nach Berlin, habe ihnen alles auf den Tisch gestellt und habe gesagt: So, bitteschön, was kriege ich dafür von Sony? Also, ich hatte mich schon so ein bisschen belesen und alle haben halt von der, nee, wie heißt die Sony? Alpha 73 hatte ich damals als erstes, genau. Und habe dann meine ganzen Objektive dorthin gestellt und habe halt gesagt, ich brauche das, das, das. Was kriege ich dafür? Was muss ich zuzahlen? Fertig. Ja, Ja. ganz entspannt. Aber mittlerweile bei der R5 hatten sie wieder den Joystick, ne? Also kannst du wieder Ja, zurückkommen. ja. Müssen sich wohl etliche drüber beschwert haben, denke ich mal. Ja, die hat ja so. Ja, also ich kam damit nicht klar und ich bin mit der Sony jetzt unfassbar glücklich. Ich habe jetzt das Nachfolgemodell, die Alpha 7.4 und ich bin damit total happy. Also kann mich nicht beklagen, macht wunderbare Fotos. Ja. Ja gut, ja, normalerweise, wenn man ja mit allen gelernt hat, bleibt man ja dabei, gerade auch wegen der Menüführung und so, sonst muss man ja neu einarbeiten. War das schwierig für dich, in Sony sich neu einzuarbeiten? Das Menü ist natürlich riesig und von der 3 zur 4 hat sich das nochmal komplett geändert, aber wenn man sich ein kleines bisschen damit beschäftigt, ist es eigentlich ganz einfach. Ja, also wenn man weiß, was man braucht, die Voreinstellungen sind alle gemacht. Ja, das stellt man halt einmal ein und ansonsten legt man sich das auf die Kurzwahl und dann kein Problem. Sehr gut. Dann, was für Objektive nimmst du da jetzt aktuell? Fürs Studio, also es kommt drauf an, wenn ich jetzt draußen fotografiere, bin ich eigentlich immer mit dem 70-200, 2,8, das große, ja, aber immer auf 200 mm. Das reizt sich wirklich aus, weil ich bin so ein absoluter Bokeh-Fetischist. Muss ich jetzt so sagen, ich liebe halt dieses krasse Bokeh im Hintergrund, das sieht man ja auch auf den Bildern. Deswegen Familienfotografie, da mache ich immer so, ah, ist die Blende zu machen, so, mein Bokeh. Aber gut, nützt nichts. Sehe ja auch nur ich, ne? Das Steht dann immer ein Kundenwahr. bisschen weit weg von den Leuten? Ist das, steht dann immer so ein bisschen weit weg von den Ja, Leuten, ja. wenn du das musst dann immer so schreien, so, ja, Ja, man ist hallo. hinterher immer ein bisschen heiser. Aber das Foto gibt ja aus einer Klasse dann, ne? Ja, natürlich. Ist wunderbar. Das würde ich halt mit 50 mm nicht erreichen. Deswegen, 50 mm habe ich dann hier im Studio. Ja, wenn ich Babybauch fotografiere oder wenn ich hier Porträt fotografiere im Studio als das 85er. Ja. Also, Ja. ich habe die Originalobjektive, die G-Master. Und ansonsten habe ich das Sigma Art total gern. Die sind genauso knackig. Aber es ist halt immer eine schöne Investition, ne? Ja, das stimmt. Ja, ich fotografiere die meisten Porträts mit 85. Finde eigentlich das Bokeh auch schon super. Und der Abstand ist halt nicht so riesengroß. Und da kannst du auch dich gut unterhalten. Finde ich einen guten Abstand. Aber natürlich mit dem 200er ist natürlich schon geiles Bouquet, ne? Und manchmal sitzt man mit dem Hintern in der Brennnessel. Das ist der Klassiker bei mir. Weil man geht immer rückwärts, 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 damit man alles draufkriegt und auf einmal zwiebelst. Das glaube ich, das glaube ich. Du bist ja schon seit 10 Jahren auch beruflich dort unterwegs. War das Ja. schon immer dort am Falkensee, an Berlin-Umgebung oder warst du vorhin Ich beim war Aufbau? die ersten 2 Jahre war ich in Charlottenburg, habe einfach einen kleinen Laden aufgemacht
einfach mich reingestürzt. Das würde ich heute natürlich nicht mehr machen, ne? Nach dem Motto, wird schon gehen. Also heute würde ich es nebenberuflich starten tatsächlich und würde das langsam aufbauen und nicht so von jetzt auf gleich mich darauf verlassen. Ja, das war damals ein Fehler. Deswegen hat sich's auch ewig hingezogen, ne? Weil mich kannte ja keiner. Ich habe einfach beschlossen, ich mache das jetzt. Ich habe aber durchgehalten und bin dann nach 2 Jahren, weil das wirklich so klein war, dieses Ministudio dort, habe ich gesagt, ich muss umziehen. Weil ich in Falkensee gewohnt habe, habe ich hier was gefunden, habe hier eine Wohnung angemietet. Ein paar Jahre später dann noch die Nebenwohnung. Das heißt, das komplette Untergeschoss gehört jetzt mir. Geil. Und man munkelt schon, weil ich oben noch das mit dazu nehme. Das mache ich nicht. Nee, ist schon ganz groß jetzt inzwischen geworden, Ja, tatsächlich. cool, dann können die Leute dort ins Studio kommen. Genau. Tolle, tolle Und Platz. viele wundern sich dann halt immer, ja, warum ist es denn eine Wohnung, kein Ladengeschäft? Weil jemand sagen, ja, wenn ich Babys fotografiere, dann brauche ich meine Ruhe. Dann möchte ich nicht, dass ständig einer klingelt oder klopft, weil er Passbilder braucht. Dann das Problem ist ja auch, dass die Leute immer glauben, Fotograf ist Fotograf. Und du kannst dem Normalbürger irgendwie nicht verklickern, dass ein Fotograf nicht alles macht. Ich sage immer am Telefon, weil die ganz enttäuscht sind, ja, wir brauchen Passbilder. Sag ich mache keine Passbilder, ich fotografiere das und das und das. Ja, aber du bist doch Fotograf. Na, und dann sage ich, ja, aber die meisten Fotografen sind auf irgendwas spezialisiert. Alles andere ist ein Fotodienstleister. Das verstehen die nicht. Ja. Das, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil die sind dann sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ich habe auch tatsächlich schon negative Bewertungen gekriegt bei Google, weil die Leute so enttäuscht waren, dass sie das bei mir nicht kriegen, dass sie mir erstmal einen Stern reingeballert haben, ja. Ja, die sind auf den Kopf gefallen. Ha, was soll ich machen? Ich kann mich nicht dafür entschuldigen, dass ich nur das mache, was ich mag und was ich gut kann. Ja. Ja, das ist eigentlich vollkommen richtig so, aber ich sag mal so, in einer Wohnung finde ich es gar nicht so schlimm. Das mache ich auch mit vielen meiner Kunden, weil so ein Ladengeschäft unten, gerade in der großen Stadt, das kann auch natürlich extrem schnell ins Geld gehen. Ne? Also Definitiv. 5.000 oder 10.000 zahlt man schon mal in einer guten Stadt. Und dann so eine Wohnung, ne, die holst du für 800 oder 4.000 und hast da ein paar Zimmer und die Leute machen dann halt online einen Termin, kommen dann zu dir und dann ist auch gut, super. Ne? Das braucht man Ja, nicht so ein. Ein deswegen. Ladengeschäft unten zu haben. Weil wenn du ein Ladengeschäft hast, dann erwarten natürlich die Leute gleich, ne, Passfotos und sowas. Dann Genau, wollen sie gleich alles mithaben. genau, genau. Und so mache ich hier die Tür zu und bin ungestört. Ja, also es ist ganz, ganz selten, dass hier wirklich mal einer klingelt, weil er mich bei Google gefunden hat und denkt, ah, Fotograf ist Fotograf, gehe ich mal klingeln. Wir haben hier in der Stadt auch wirklich nur einen einzigen Fotodienstleister, der Passbilder macht. Und wenn der mal krank ist oder Urlaub hat, dann brennt hier die Hütte, wirklich. Dann, Ja, da klingeln alle bei Victoria. ja, dann rufen die an und dann weiß ich genau, er hat wieder zu. Ganz heftig. Ja, warte mal so. Kein Problem. Dann, was war bisher die schlimmste Erfahrung mit einem Kunden? Abgesehen von dieser Einstellungsbewertung von jemandem, mit dem du im Shooting warst. Die schlimmste wüsste ich jetzt gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich keine Kunden, mit denen ich Probleme habe. Also. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige war halt letztens mit der Kita, aber das habe ich ja bei mir im Profil, wo ich eigentlich ganz klar kommuniziert hatte, dass ich keine Prints rausgebe wegen diesem ganzen Hin und Her. Und dass ich es halt fairer finde, wenn die Leute die digitalen Dateien haben und damit halt Prints machen können in jeder Ausführung und Größe und Menge. Das hat sie halt nicht verstanden und hat mich halt so krass beschimpft am Telefon oder per WhatsApp, dass ich gesagt habe, das muss ich mir nicht geben. Ja, also ich kann nicht mehr machen, als jemanden zu erklären, du pass mal auf, so und so, was ist dein Problem? Ich helfe hier wirklich gern. Ja, ich helfe so gerne, wenn jemand sagt, du pass mal auf. Können wir das so und so machen? Bin ich ja die Letzte, die sagt, nö. Ja, ich hätte ihr wahrscheinlich sogar noch für Patients die Prints bestellt. Ja, aber sie hat ja noch nicht mal welche gekauft gehabt. Und also sie hatte die Bilder weder ausgesucht noch gekauft und hat aber verlangt, dass ich ihr die schicke und hat mir dann so einen Absatz an Negativbewertungen und Lügen da reingeschrieben. Ja. Aber was soll ich machen? Das reg ich mich jetzt nicht mehr. Ist halt passiert, aber sonst, nö, hab keinen Stress mit Kunden. Tatsächlich, überhaupt nicht. Das ist auch schon mal super sonst. Was war bisher, gehen wir in die andere Richtung, was war bisher die schönste Erfahrung mit einem Kunden? Oh, ich habe viele schöne Erfahrungen.
die schönsten sind, aber generell ist es halt, du wirst halt gedrückt, ja. Also, oh, Victoria, guck mal, unsere Bilder, deine Bilder hängen überall bei uns und wir sind so froh, dass wir dich kennen. Und du machst immer so schöne Bilder und wir sind so dankbar. Das ist natürlich das Schönste, was du bekommen kannst vom Kunden, ne? Wenn die so happy sind und dich drücken und wenn man sich halt ständig wieder sieht, ne? Ich habe halt ganz viele Kunden, die sehe ich halt regelmäßig. Nicht nur einmal zum Babyshooting oder so, sondern mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Und das ist so ein inniges Verhältnis und ich liebe das. Ja, also ich bin nicht der Fotograf, der abarbeitet und die Kunden nicht wiedersehen will und dann schnell der Nächste, sondern ich liebe dieses über Jahre aufgebaute innige Verhältnis, das ich zu ganz vielen habe. Ja, dass man halt auch privat mal schreibt, so, hey, wie geht's dir? Was macht die Kleine? Schick mir mal ein Bild oder so. Habe ich ganz viel. Ja, dass man halt so privat, oder wenn ich einkaufen bin, dann auf einmal, hey, Victoria. Ja, weißt du. Ja, ist auch schön. Das ist total schön. Das ist halt das Schönste an dem Job, dass man halt wirklich, ja, diese Wertschätzung, dieses Liebevolle, ja, das liebe ich. Also ich habe diese Erfahrungen nicht nur mit einem Kunden, ich habe die halt ständig. Das ist auch klasse, ja. Das kann ich doch auch nicht machen, glaube ich. Gerade wenn die von früh kommen, ne, also vom Babyshooting vielleicht, dann Newborn, dann vielleicht Kinder, ne, dann hat man ja auch eine relativ lange Zeit zusammen. Dann stoppt das nächste Baby und ja. Victoria ist immer die Fotografin, so muss das sein. Mhm. Ja, ist wirklich so. Ich weiß nur, es war mal, ich weiß nicht mal, wer das war, ne, sollte das Kind, die kannte mich, die Kleine, schon eine ganze Weile und die sollte Passbild machen beim Fotografen. Die hat gesagt, nö, mit denen mache ich keine Bilder. Das kann nur Victoria. War nicht zu holen, ja? Doch, das ist schön. Das ist schön. Also, ja, man kennt die Kinder halt. Die müssen nicht mehr auftauen oder so, sondern die freuen sich und freuen sich aufs Shooting. Das ist immer wieder schön. Ja, ja gut. Vielleicht auch wegen dem Stil, ne? Also, vielleicht mögen ja auch die Kinder ja auch dann dementsprechend dieses Stil, wenn sie sehen, okay, das hat jetzt Victoria gemacht, das hat jetzt der Schulfotograf gemacht, das ist ja auch dann schon mal ein Unterschied dann nochmal, ne? Ja. Wie ist das beigebracht? Also hast du dann sozusagen irgendwelche, was weiß ich, Workshops oder hast du wirklich von null auf einfach immer probiert? Wie kam so dieser Stil bei dir heraus? Naja, ich sag mal, durch Facebook und durch Instagram folgst du natürlich auch entsprechend irgendwelchen Leuten, Russen, Amis, was weiß ich. Die haben ja natürlich auch ultra schöne tolle Fotografen, wo du wirklich, wo dir der Mund offen stehen bleibt. Und viele bieten natürlich auch Workshops an. Ja, oder du siehst halt ein Bild, sagst so, oh, das ist genau so, was will ich machen. Das Bouquet, die Farben, ja, die Perspektiven und so weiter. Oder einfach eine kleine Geschichte erzählen. Und dann probiert man oder man kauft halt so einen Workshop. Viele geben ja auch so Online-Seminare, kaufen sich das. Oder es gibt ja immer diese Retreats, ne, wo so ganz viele berühmte Fotografen ihren Arbeitsablauf zeigen und du guckst dir dann deine Sachen an. Das ist ja ein ewiges Lernen. Das hört ja nicht auf, ne? Ja. Immer zusammenbleiben. Und wie lange, also deine Fotos, die sehen mega schön aus, aber wenn ich da drauf schaue, dann sehe ich ja schon, da steckt ja viel Arbeit hinter, ne? Wenn du, sage ich mal, jetzt so, ist natürlich auch mal vom Bild zu Bild unterschiedlich, aber wie lange sitzt du ungefähr an einem Foto? Kommt drauf an. Bei Neugeborenen sich Viertelstunde. Das geht aber. Je nach. Aber ich hätte gedacht, dass es länger ist. Naja, bei Neugeborenen ist ja, du fotografierst ja schon so, dass es eigentlich so schon perfekt ist. Du hast halt nur, weil jedes Neugeborene hat halt hier ein Pickelchen und Schübchen und rote Flecken. Das ist halt unterschiedlich. Also es gibt welche, die haben reine Haut, da hast du drei Pickelchen, dann machst du noch ein bisschen die Haut schön und gehen. Tust mit dem Licht ein bisschen, also dass alles schön gleichmäßig ist. Dann hast du aber auch welche, da sitzt du eine halbe Stunde mindestens an dem Bild, weil sind halt komplett, haben halt überall diese Neugeborenen. Das ist halt so. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Feinartbild mache, kann ich schon mal bis zu einer Stunde an so einem Bild sitzen, tatsächlich. Ja. Ach, wie sieht so ein Workflow denn bei dir aus? Nutzt du dann Lightroom und Photoshop oder machst du alles in Photoshop? Ich mache alles in Photoshop. Tatsächlich. Lightroom nehme ich tatsächlich nur zum Aussuchen als Galerie. Da suche ich die Bilder aus, markiere die und dann ziehe ich mir die in Photoshop und dann wird dort bearbeitet. Tatsächlich.
Ja, da hast du ja extrem viel Erfahrung da im Photoshop, auch mit diesen ganzen Ebenen und dies, das, jenes. Also die meisten gehen ja halt irgendwie erst in Lightroom rein, machen so die Farbkorrekturen dort, gehen dann zu Photoshop und viele nutzen auch, sage ich mal, nur Lightroom. Aber du bist ja komplett Photoshop, das ist ja auch schon Ja. ungewöhnlich, sage ich mal. Ich komme zum Beispiel mit Lightroom überhaupt nicht klar. Manche machen eine komplette Bearbeitung in Lightroom. Geht für mich gar nicht. Ich habe halt das Glück, dass ich halt vor, lass mich mal rechnen, über 20 Jahren schon, gerade als ich Internet bekommen habe, habe ich halt damals noch das Dreamweaver bekommen und das alte Photoshop 7. Ja. Und habe damals angefangen, Webseiten selber zu bauen, auch hier mit iFrames und was weiß ich nicht alles. Daher kann ich das auch. Und habe halt diese einfache Photoshop-Version, also aus heutiger Sicht muss ich sagen, einfache Version, ja, die hat sich ja über die Jahre stetig entwickelt und ist natürlich heute ein halbes KI-Programm. Und deswegen kann ich halt diese ganzen Sachen. Natürlich kann Photoshop noch viel, viel, viel mehr, ja. Also Photoshop ist ja ein Riesenprogramm, mit dem kannst du ja alles machen. Aber das, was ich brauche, das kann ich halt aus dem FF. Ja, und wenn ich heute anfangen müsste mit Photoshop und das zum ersten Mal sehen würde, dann würde ich auch da sein. Puh, es ist heftig, ja. Aber dadurch, dass ich halt über die Jahre das immer hatte und sämtliche Updates und easy, Sehr mache ich gut. halt alles darin. Also bin ich halt so gewöhnt. Dafür, ich kann aber nicht mit anderen Fotoprogrammen, ja. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Affinity und keine Ahnung, was Genau, da alles da drauf ist. kann ich nicht, habe ich nie reingeguckt. Und was ich auch nicht kann, Schreibprogramme. Also so Büroprogramme, Excel oder so. Da sitze ich davor und denke, bin Bildbearbeiter. Mit Schreibprogrammen habe ich nichts zu tun. Richtig. Bin ich aufgeschmissen, wenn da einer was will. Brauchst nicht, reicht alles mit Photoshop. Hast du, nutzt du dann diese Kamera-Raw-Funktion, wo dann sozusagen die Farben dort anpasst, oder machst du das wirklich alles in den Ebenen innerhalb von Photoshop? Mach alles in den Ebenen. Mach alles selber. Also du kannst ja jede Farbe ausgleichen, Komplementärfarben und so weiter. Also easy. Ja, Und wenn man ein super. bisschen mit dem Weißabgleich von vornherein schon gearbeitet hat, dann ist das ja sowieso. Ja. Also richtig cool. Dann bist du ja damals. Du bist ja zu uns gekommen mit der Empfehlung von Nicole. Also Nicole auch eine Genau. tolle Kundin von uns. Wie hast du sie kennengelernt? Wie seid ihr irgendwie connected zusammen? Wir waren damals zusammen in so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also da waren ein Haufen Business-Mädels, Fotografen, die haben nur die 100er oder so sich da gegenseitig so ein bisschen supportet. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon Jahre her. Und wir zwei haben uns da gesucht und gefunden und hatten irgendwie Dauerkontakt und haben dann angefangen, uns gegenseitig zu besuchen. Und immer wenn wir uns gesehen haben, waren wir halt extremst kreativ zusammen. Und das hat sich bis heute wirklich gehalten, dass wir halt ständig Kontakt halt frei auf Freitag wieder hin. Und ja, da machen wir halt Shootings zusammen oder planen irgendwas oder hacken irgendwas aus. So macht es halt auch richtig Spaß. Ja, es ist auch super, wenn da so eine gute Freundschaft auch entsteht und dann, was ich da zusammen sehr gut verstehe. Ich glaube aber auch voll witzig, wie jeder so seinen eigenen Stil hat, weil Nicole macht ja nicht alles in Photoshop, sie nutzt da natürlich auch schon mehr in Lightroom und so. Und da hat jeder so seinen eigenen Stil, ist auch ganz lustig eigentlich. Ja, gut, aber sie hat es auch gelernt, ne? Sie hat ja Fotografie richtig gelernt, eine richtige Ausbildung gemacht und geht so mehr den klassischen Weg, ne? Diesen klassischen Fotoweg, wo ich immer sage, oh nee, das muss so, das muss so. Ich muss erst mal das probieren und das probieren und ja. Ja, bei dir ja so, da sieht man ja schon mehr so als Fine Art und wirklich so eine Fotokunst quasi, ne? Und das klingt da, kriegt aber auch sehr viel Anspruch, ne? Also du hast ja auch schon sehr viele Awards und irgendwelche Auszeichnungen damit gewonnen und abgeräumt. Also das scheint die Leute ja schon sehr zu begeistern. Vielleicht ist ja auch der fette Bouquet mit den 200 mm, womit du da immer reinschiebst, was die Leute so begeistert. Die merken Ja. gar nicht, dass du da mit dem Po dann immer in dem Benesse gesessen hast, Nee. ne? Das merkt nur ich. Nee, ja, aber bin ich auch ganz stolz drauf. Ich habe ja schon wieder eingekriegt. Sehr gut, was ist das für einer? Das ist von Babyfoto Awards.
Geilo. Aber es ist nicht der erste, da hinten hängt noch, ja, noch einer von, ja, denen, ja, das ist der vom letzten, ja. Jetzt jedes Jahr einmal abräumen. Ich sammle die jetzt jedes Jahr, genau. Sehr, sehr schön. Dann gibt es bei dir irgendwelche Lieblingseinstellungen? Also gibst du, natürlich geht man dann immer mal dann ein bisschen anders, je nachdem, was für ein Set das ist, aber hast du irgendwelche Einstellungen, wo du sagst, hey, damit beginnst du? Keine Ahnung, 1.2, 1.4 gehst du immer rein oder so, gibt es da solche Einstellungen? Ich nehme immer die offenste Blende, die geht. Ja, also bei dem ist es halt 2.8, bei dem großen. Ich habe noch das 135mm 1.8. Dann gehe ich nicht drüber. Also ich mache die Blende nicht zu. Also ich nehme wirklich, was nur geht. Und worauf ich halt achte, wo ich immer sage, ganz viele Fotografen stellen ein Model immer vor eine Wand. Ich stelle sie mal daneben und fotografiere nach hinten, damit ich nach hinten Tiefe habe im Bild. Ja, damit ich überhaupt ein Bouquet kriege. Dann muss ich mal die Models nehmen, sei nicht vor die Wand, so daneben. Immer, dass noch Blätter mit drauf sind, die mit euch zusammen scharf sind. Und das ist halt so ein Style. Ich gucke mal, dass ein Rahmen drum ist. So ein bisschen, ja. Oder ich nehme halt so ein Stühlchen mit oder so. Das ist so mein Ding bei Fotos, ne? So eine kleine Szene zu machen. Ja, wie gesagt, draußen, Blende bleibt immer gleich, grundsätzlich. Und ich gehe auch nur raus, wenn keine Sonne scheint. Das ist ein absolutes Ding von mir. Ich verschiebe lieber ein Shooting, als dass ich bei Sonne fotografiere. Ja, oder ich gehe in die Abendsonne raus. Ich gucke halt explizit, wann ist Sonnenuntergang, dann gehen wir raus. Dann habe ich das schönste Licht. Oder tagsüber, wenn halt richtig bewölkt ist. Dann habe ich schönes, gleichmäßiges Licht und dann kann ich rausgehen. Ja, also das. Ich will immer nicht das Beste aus der Situation machen, sondern ich suche mir eine Situation, die für mich am besten ist, um ein tolles Foto zu haben. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das sagen immer andere anders. Die sagen immer, ja, es muss Sonne sein, dann sieht es gut aus und so. Natürlich nicht Mittagssonne, das ist ein bisschen zu krass, aber dann natürlich so Richtung Abend dann schon hin oder so. Aber ja. Du brauchst natürlich dann schon für die Fine Arts so ein bisschen mehr so, wie bei der Softbox, ne? So ein bisschen, genau, was genau. Durch die Wolken gestreut wird. Die größte Softbox überhaupt sind ja die Wolken. Richtig. Ja. Sehr gut. Dann, was erleichtert dir dein Leben als Fotografin? Gibt es da irgendwas, also jetzt mal abgesehen von Kamera, Objektiv, ich habe es immer ganz gut, wenn man so ein paar Tipps hat, was einem vielleicht so ein bisschen hilft, womit man nicht gleich so rechnet. Also gibt es irgendwas vielleicht im Studio, wo so ein Alltagsgegenstand vielleicht, wo die Leute gar nicht mehr rechnen, dass dir das so hilft? Was mir das Leben als Fotografin erleichtert? Eigentlich nichts. Tatsächlich. Ich wüsste jetzt nichts. Bei Neugeborenen höchstens die Höhensonne. Wie heißt das? Diese Wärmelampe. Ja, das ist auch schon. Ja, aber ganz viele Fotografen nehmen immer diese kleinen Heizlüfter, die so pusten. Und ich hab so ein Höhen, wie nennt sich denn das, was du so anknipst, was so Hitze, so eine ganz wohlige Wärme macht, statt zu pusten. Und das lieben die Babys. Das war mein Game Changer tatsächlich. Ja, siehst du, das ist doch bester Tipp überhaupt, Victoria. Ja, also das nehme ich immer. Verändert auch nicht die Farbe vom Bild oder irgendwas, weil das halt so ein sehr, sehr, sehr warmes bisschen Licht wirft. Also überhaupt nicht, blitzt man ja weg. Ansonsten, ja, riesengroße Schirme ist halt mein Geheimnis, ne? Also ich setze zum Beispiel mein Licht immer nur von einer Seite, von schräg oben, so 45 Grad, mit einem riesen Schirm. Also ich habe meist einen 180er Schirm, damit ich richtig weiches Licht habe, würde Kelvin sagen. Sonst nicht viel falsch machen. Das war super, ja. Ja, da brauchst du auch ein bisschen gutes Studio, ne, damit das auch dann gut hingestellt werden kann. Ne? Genau. 80 sehr hoch dann. Genau, genau. Ja, hohe Decken. Ich sag mal, ich habe hier in der Wohnung, was ist das hier, 2,92 oder so. Reicht ja, gerade so. Komm ich hin. Ja, gut. Dann, wie sieht das aus mit den, mit der Musik? Es gibt ja viele Leute, die sagen, Musik beim Shooting ist wichtig, das lockert so die Stimmung.
Bist du auch Fan von Musik oder sagst du, muss still sein? Nee, still sein auf gar keinen Fall. Also wenn ich Babybauchshooting habe und ich habe ja meistens die werdenden Mamas, die sind immer ganz locker drauf. Also wenn wir hier, wenn Bianca hier ist, meine Visagistin, dauert es genau 2 Minuten, dann haben wir hier ein lockeres Gespräch über Gott und die Welt und sind hier die ganze Zeit am Feiern. Und wenn das alles locker ist, dann läuft hier auch schon mal 50 Shades of Grey, die Musik, und dann ist hier Power. Aber jetzt zum Beispiel Neugeborenen-Shooting oder sowas, da habe ich meistens so eine Relax-Musik, so eine Spa-Musik, irgendwie sowas Meditatives habe ich hier meistens so im Hintergrund laufen, ja, oder was zum Beispiel, ja, viele Fotografen ja auch machen, ist ja diese Geräusche, diese Babygeräusche, wie heißt das, dieses White Noise und so, das mag ich gar nicht. Haben sich auch schon ganz viele Väter beschwert, dass ihnen das auf den Nerv geht, deswegen mache ich das nicht mehr. Ja, die Männer haben da sowieso nicht viel zu melden. Die sollen da nur die Leute hinfahren und dann so kurz warten, bis die Fotos fertig sind, ne? Ja, das ist immer ganz lustig mit den Vätern. Die einen sind voll dabei, wirklich so, die wollen keine Sekunde verpassen und wickeln ihr Baby und machen und tun, wo ich denke, wow, die Mama hat ja nicht viel zu tun. Und andere Papa sitzt, na, oh, ist jetzt bald vorbei, Mann, ja, ein Foto reicht. War das schon, hab das schon. Aber ich spann die auch ganz gern ein. Sag mal, für irgendwas müsste ja mitgekommen sein. Du machst jetzt mal den Wind hier. Dann müssen sie die ganze Zeit arbeiten und müssen das Kleid wedeln oder so. Oder den Föhn halten, damit die Haare fliegen. Das ist gut, dann haben die auch was zu tun, Ja, dann ja. weiß ich nicht. Aber manche hauen auch einfach dann ab, die sagen so, nee, ach komm, ich gehe jetzt raus, ich gehe noch runter um den Block, ist mir alles zu viel. Ja, oder wenn halt beim Neugeborenen-Shooting, ja, dann kommen sie halt mit den Kindern und gehen dann wieder, weil du kannst ja von so einem kleinen Kind, zum Beispiel, wenn du kleine Geschwister hast, nicht warten, dass die da 3 Stunden still sitzen und warten, dass es vorbei ist. Die kommen dann halt, machen die Familienfotos und gehen dann Eis essen oder fahren zu Karls, das ist ja gleich um die Ecke hier. Genau, und fahren dann wieder los und ich mache dann mit der Mama und dem Baby weiter. Das ist halt immer das Beste mit den Papas, ne? Sehr gut. Ja, aber ich glaube, du kannst auch ganz gut auf die Frauen halt eingehen, weil du bist ja selber Mutter und dann kannst du dich quasi ja, kannst dich ja genau hineinversetzen, ne? Wie die sich gerade fühlen, was das für die gerade ist und so und wie das Shooting gerade jetzt abläuft und sowas. Deswegen glaube ich, kannst du da ganz einfühlsam die auch durch das Shooting dann leiten, Na ne? klar. Euch doch mal entspannt euch. Das ist der letzte Moment, wo ihr euch noch entspannen könnt. Auch manche gucken zu, die stehen halt daneben, manche sitzen einfach und warten ab und sind dann überrascht, was ich alles für Fotos gemacht habe in der Zeit. Es gibt auch welche, die schlafen ein, tatsächlich. Die haben mir tatsächlich schon, als ich hier noch das Bett stehen hatte im Studio für Fotos, da haben manche wirklich sind drauf eingeschlafen, die waren weg. Da habe ich alleine weitergemacht. Als Familien, als Eltern ist natürlich dann manchmal auch eine kurze Nacht oder so, ne? Dann Ja, ist sind manche auch müde. also in der ersten Zeit ist es anstrengend. Deswegen, die genießen das dann, dass sie wirklich mal so abgeben können. Und ich staune auch immer. Ich hatte zum Beispiel, als ich meinen Kleinen bekommen hatte, war ja Jana hier, Jana Salzmann, und hat mir geholfen, weil ich noch nicht so ganz bei Kräften war. Hat das Baby fotografiert und ich hatte, ach, oh Gott, ich muss mein Baby abgeben, ja. Das war für mich eine ganz krasse Erfahrung, dass ich jemand mein Kind in die Hand drücke, obwohl ich denke, Mann, die macht das länger als ich, die hat da voll die Ahnung und so. Aber erstmal war ich echt zittrig und dann so, ach, die weiß, was sie macht. Und dann bin ich runtergefahren und ich glaube, so geht das vielen Eltern auch, die erstmal denken, so Gott, ich soll mein Kind abgeben und was macht die mit dem und so. Deswegen stehen auch ganz viele dann daneben und gucken. Aber dann irgendwann merken sie, die macht das schon immer, die kennt das, die kennt die Handgriffe, alles ist safe und Ja, ist auch wichtig, ne? Also deswegen gibt es ja auch wahrscheinlich, also ich glaube, ich habe es ja auch noch keinen neugeborenen Fotografen gesehen, männlich. Also natürlich gab es mal vielleicht mal eine Anfrage und hat das einer von denen mal einmal gemacht oder sowas, ne? Aber es ist nicht regelmäßig, also kein reiner also ich kenne neugeborener Fotograf. zwei Ach, tatsächlich. cool. Unten in München, den Michael Stief und dann diesen Dennis Hebel oben in Rostock. Die machen beide Neugeborene, das weiß ich. Aber sonst ist das wirklich eine Frauendomäne. Ja. Tatsächlich. Wahrscheinlich, weil
die Frauen auch so ein bisschen vielleicht von Natur aus so ein bisschen vorsichtiger und oder wissen, wie wir mit dem Kind umgehen können, ne? Also, ich denke auch, du musst dafür gewisse Nerven haben. Ja, ganz viele sagen, oh, wie du das machst, du hast eine Geduld, wie du das stundenlang und wenn das Kind nicht schläft und hier und da und rumtragen und ein bisschen gucken und so, da hätte ich gar nicht die Geduld. Ich sage, ja, ich warte, irgendwann schlafen sie alle und dann, ja, das Ergebnis zählt. Ja, wenn du hinterher dann die Bilder siehst, dann ist alles vergessen. Daran denke ich dann immer. Also es gibt auch so Momente, wo ich denke, pff, also wenn das Baby wirklich so krass und ist, ist selten, aber du hast das auch, dass Babys so krass unruhig sind und wirklich überhaupt nicht ein oder kurz einschlafen, machst ein Bild, zack, wieder wach. Ja. Dann hast du ein Bild zumindest drin. Ja, ja. Klar, aber du darfst und dann, und der Klassiker ist ja, du bist fertig mit dem Shooting, hast dich durchgequält, bist dann in der Eimerpose mit dem Baby und das Kind schläft und du kriegst es nicht wach. Ja, wir hatten letztens den Fall zum Beispiel, die waren eine Woche vorher zum Neugeborenen-Shooting, da habe ich ein Passbild mitgemacht für die Kleine. Und früher war es ja immer so, Neugeborene dürfen die Augen zu haben auf ein Passbild. Und dann kommt sie zurück und sagt zu du, die akzeptieren das nicht, die wollen, dass das Kind die Augen auf hat. Sag ich, alles klar, leg hin, machen wir nochmal. Und das Kind hat geschlafen. Wir haben versucht, eine Viertelstunde dieses Baby zu wecken, mit Windel auf, Windel zu kitzeln, hier, keine Chance, das Kind hat geschlafen. Sag ich auch, hätte letzte Woche so sein sollen. Ja, also Kind aufwecken ist schwerer als Kind zum Schlafen brechen, habe ich festgestellt. Jawohl, sehr gut. Dann kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Die kannst du gerne so ein bisschen ausführen. Entweder-Oder bedeutet, ich gebe dir zwei Möglichkeiten, du musst dich für eins entscheiden. Mhm. Und dann heißt es nicht, ja, wenn der Kunde das wünscht oder wenn ich dafür mehr Geld bekommen würde, dann würde ich das machen, sondern in einer Welt, wo Kunden und Geld keine Rolle spielt, was du lieber machen würdest. Ja? Okay. Tageslicht oder Kunstlicht? Drin oder draußen? Machen wir erstmal drin. Kunstlicht. Warum? Weil ich da alles steuern kann. Bin Kontrollfreak. Sehr gut. Also dir ist schon wichtig, dann gerade auch mit Blitz und so, ne, dass du das alles dann richtig einstellen kannst, ne? Genau. Sehr gut, dann gehen wir mal nach den Außen. Hörst du mich, Victoria? Ich höre dich. Sehr gut. Ich bin draußen. Ja, genau. Gehen wir mal nach den Außen. Was ist da lieber, Tageslicht oder Kunstlicht? Tageslicht. Hast du schon mal mit Blitz und so draußen ein bisschen probiert? Ja, aber war nicht mein... Nee. Gar nicht. Dann lieber einfach so. Dann schwarz-weiß oder Farbe? Farbe. Habe ich mir bei dir auch gedacht. Ich glaube, ich habe auch Schwarz-Weiß-Spieler gesehen, aber bei dir ist primär Feinart Farbe, ne? Ja. Aber ich kann auch nachvollziehen. Es gibt auch viele, die Schwarz-Weiß lieben, so ein bisschen so das rausnehmen. Aber gerade bei dir und deinen Bildern ist Farbe schon noch ein Game-Changer. Mhm. Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau? Aufwendiges Shooting ist jetzt Requisiten, Visagistin muss kommen, Blümchen, dies, das, jenes. Und einfacher Aufbau ist, komm, wir gehen raus, Outdoor, Sonne ist gerade jetzt gut mit Wolken bedeckt und so, stelle ich mal dahin, 200er Pro in den Brennnessel und Foto. Was hast du lieber? Aufwendiges Shooting, aber auch draußen nehme ich immer Requisiten mit. Also gut, mal irgendwas dabei bei Kindern. Eine kleine Leiter oder irgendwas. Sehr gut. Komm mal, Nicole. Nicole, kommst du so spät hier rein? Musst du gleich die ganzen Call nochmal reinziehen, Nicole. Dann im Studio shooten, Outdoor oder zu Hause. Wo shootest du am liebsten? Outdoor. Echt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, bei dir im Studio mit ganzen Jits alles eingestellt. Dass das so dein Ding wäre. Aber ja, Outdoor lieber. Aber Outdoor, wenn ich jetzt Sonnenblumen habe, ich werde morgen zu den Sonnenblumen fahren, zum Hofladen. Das Licht schön ist, gibt es nichts Schöneres als Outdoor-Bilder. Das einfach, da sitzt man davor und denkt so, wow, das habe ich gemacht, wow. Ja. Das ist das, weil es auch jedes Mal anders ist und eine andere Herausforderung ist. Ja? Sehr gut.
Ja, sieht auch immer jeden Tag ein bisschen anders aus, ne? Also Deswegen, ja. ganz, ganz schön. Nicole war im Garten. Im Garten kannst du auch live den Livestock anmachen, Nicole. Einfach Genau. Handy an. Dann, da weiß ich zwar schon die Antwort, aber können wir ein bisschen drauf eingehen. Foto oder Film? Foto. Hast du schon mal Film probiert? Klar. Aber ist nicht dein Ding. Es wäre mal, also es war früher mein Ding. Ich habe früher, ich kann dir das mal zeigen, vor, wie alt ist die Kleine jetzt? Vor 8 Jahren habe ich mit Film angefangen. Mit der Canon damals, mit der Mark III habe ich angefangen zu filmen. Hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber ich habe es nicht weiter ausgebaut. Damals hat noch gar keiner gefilmt. Da war ich die Erste, aber ich habe es nicht weiter ausgebaut, weil es einfach keiner haben wollte. Es hat keinen interessiert. Heute ist es ja Standard, dass Fotografen auch mit Filmen und so, bin ich irgendwie wieder von weg. Also ich würde es wieder machen. Aber ich müsste mich damit jetzt erstmal wieder beschäftigen. Ja, also im Studio filme ich ja auch, da mache ich ja auch so ein bisschen, sitze auch viel am Videoschnitt. Aber so dieses Künstlerische so wie ich Fotos mache, auch zu filmen, nebenbei mal hin und her zu wechseln, mache ich aktuell nicht. Mache ich Wäre nur. auch ein sehr, sehr großer Aufwand, wäre das noch. Also, Naja, deswegen. aber wenn das zumindest nicht komplett außer Acht ist, ne, könnte man ja mal andenken, vielleicht mal ein bisschen was da mit reinzunehmen. Genau. Hättest gedacht, du sagst, nee, Film ist für mich gar nichts, das ist Foto und das ist das einzig Wahre oder sowas, aber. Ich sag mal, Film ist eh die Zukunft, finde ich. Fotos sind schön, aber Film ist halt was Bewegtes, ne? Das ist noch mal was anderes. So, Sid ist auch da, jetzt ist Familie da. Sid ist mein Jawohl. Sohn. Dann grüß dich, Sid. Der hat mir Sehr auch schon gut. ganz viel im Studio geholfen. Kommender Fotograf also. Genau, der hat es auch richtig drauf. Der hat von mir richtig was gehabt. Der hat auch meine ganz alte Kamera gezockt und noch ein paar Objektive, die Calumni nicht haben wollte, hat er übernommen und macht damit jetzt immer noch Fotos. Und zwar richtig gute. Ja, geil, die Mark 3 oder die EOS 450 von. Nee, die 450, die gibt es schon lange nicht mehr. Danach hatte ich die 7D. Ich glaube, Sid, welche hast du? Die Mark III oder die Mark IV? Die Mark III, glaube ich, ne? Hast du. Genau. Ich habe Die noch hat. die 600D, die alte, und also jetzt die macht heutzutage noch gute Fotos. Also Okay. klar, also man sagt natürlich immer nur, also viele Fotografen wollen ja nur das Neueste und der neueste Technik und sowas. Aber heute, also selbst mit 15, 20 Jahre alten Kameras kannst du immer noch geile Fotos machen, gerade in der heutigen Zeit mit KI und so, ne? Und mit den Ach Draußen. so, du hattest die 7D Mark II, aber die habe ich dann zum Film gebraucht. Stimmt. Deswegen filmst du nicht Ja. mehr. Nee, die habe ich. Wo habe ich die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ja, musst du mal bei Fit im Schrank schauen, dann weißt du, wo Ich die muss ist. mal gucken. Ich weiß gar nicht, die 7D Mark II, wo ich die habe. Genau, die 5D Mark III, die hat halt, das ist halt wirklich ein Panzer, ja, mit der kannst du nichts kaputt machen. Also, die läuft. Ist gut, Arbeitsmaschine. Genau. Dann, was meinst du, macht einen guten Fotografen aus? Können, Talent, Spaß und halt gut mit den Leuten kommunizieren können, ne? Ey gut, was meinst du mit können? Meinst du jetzt einfach so die Technik, Blende, ISO, Verschlusszeit oder was meinst du genau mit können? Ja, das einfach das Gesamtpaket, einfach alles beherrschen. Ja, dass er weiß, was er da macht. Es gibt ja, glaube ich, auch ganz viele, die fangen an und machen alles auf Automatik. Aber da kannst Ja, das. du nie einen eigenen Stil entwickeln, wenn du alles auf Automatik hast, wenn die Kamera alles automatisch macht. Dann kriegst du ja irgendwann als Fotograf und sagst, oh, ich will das haben. Wie macht der andere das? Aha, der macht die Blende auf, fotografiert halt nur mit der Brennweite, aus der Perspektive. Und du guckst dir das halt an, ja. Das macht halt einen guten Fotografen aus, der sich halt abhebt von anderen, finde ich. Also ich finde auch, also Automatik, das sind Leute, die gerade erst anfangen, also komplett Neulinge sind, aber manuell schießen, das machen eigentlich relativ schnell dann die Leute. Ich so blende diese Verschlusszeit ist gar nicht so, also das Können an der Kamera ist meistens gar nicht das Problem, aber so, ja, auch das Zwischenmenschliche und sowas ist halt wichtig, ne? Also Aber wenn halt halt. auf den Blick, ne?
Ich habe zum Beispiel vor Jahren, da war mein Kleiner gerade 3/4 Jahr alt, da wollte ich auch mal ein Foto haben. Ja, du hast ja als Fotografin selber nie Fotos von dir und habe einer Kollegin an einer Location, an der ich ganz oft bin, die Kamera, meine Kamera mit meinen Einstellungen in der Hand gedrückt. Und ich bin jemand, wenn ich irgendwo stehe, ich weiß genau, wie das Bild aussehen wird. Sie hat mit meiner Kamera, mit meinen Einstellungen ein anderes Bild gemacht, als ich im Kopf hatte. Jeder Fotograf, du kannst ihm in die Hand drücken, was will, wird immer einen anderen Winkel, so wie er das Bild sieht, wird nie dich kopieren können. Funktioniert nicht. Ja, und daran wirst du immer erkennen, du wirst immer einen guten Fotografen erkennen, wenn der einfach einen Sinn dafür hat. Ich sag mal, ich bin jetzt auch kein Meister der Bildgestaltung, ja, mit hier, ich mache das immer so, wie es für mich am schönsten aussieht. Aber Ja? macht das schon gut. Macht schon Also gut. ich rechne mir jetzt keine Winkel aus und da muss die Flucht und das und weißt du, diese ganzen Sachen. Ich mache das mal, wie es mir gerade. Aber es passt irgendwie, ja? Ja, das auch, ja, das stimmt. Wenn du so Also ein bisschen Sinn hast, ich denke mal, da kannst du auch mit, wenn du nicht so die fette Technik hast oder so, aber einfach Sinn für ein schönes Bild, für ein schönes Motiv. Es muss ja auch nicht immer perfekt scharf sein oder so, ja? Du hast ja manchmal so einen Moment eingefangen, der einfach so schön ist und so, dass es eigentlich egal ist, ob du da eine Bewegungsunschärfe drin hast oder nicht. Das ist einfach dieser Moment, der ist so perfekt eingefangen. Das macht einen guten Fotografen aus. Aber ich liebe halt diese gestellten, ich liebe halt diese gestellten Bilder, ja, dieses zu natürliche, ja, ist mal schön, aber eigentlich setze ich ein Kind oder stell das hin neben irgendwas, gib ihm was in die Hand oder lass ihn uns was basteln. Ja, so wie diese Angelfotos, ne? Die haben ja so einen ganz kleinen Teich und wenn da im Sommer richtig warm ist, zieht sich das Wasser so zurück, ne? Dann ist so ganz wenig Wasser, dann kannst du so richtig rein. Da kommt die Sonne von hinten abends und dann gibst du dem einen Stock in die Hand, machst eine Schnur dran und was weiß ich, eine Gummiente oder so und lässt die angeln. Und die Kinder, die angeln da stundenlang, die finden das total toll und die sind dann so in ihrer Welt drin. Da brauchst du noch nicht mal was stellen, sondern die machen das alleine. Die sind dann einfach so, das liebe ich halt so bei den Kindern, ne? Die sind so unbedarft, so einfach so echt. Ja, die spielen dir da nichts vor, sondern die machen einfach ihr Ding und das finde ich herrlich. Und wenn du das einfängst und dann noch richtig bearbeitest, wow. jetzt weiß ich, wo Sid seine ganze Kindheit verbracht hat. Beim See. Nee, tatsächlich nicht. Bei Oma. Stell dich da nochmal hin. Jetzt nochmal ein Foto. Und dabei. Ne, das muss jetzt mein Kleiner machen. Das muss jetzt, mein Kleiner ist ja 6, aber der hat immer keine Lust. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, aber. Wie gesagt, das mache ich halt gern, halt auch besondere Kleidung anziehen, ne? Also nicht diese normale Straßenkleidung. Das mag ich schon gern, so besondere Bilder. Und da kaufe ich halt auch viel. Da kaufe ich super, super viel irgendwelche so eine nostalgischen Sachen, ja, oder so eine Schiebermütze und solche Leinensachen zum Beispiel finde ich total klasse, sieht total schön aus. Sehr schön. Und Nicole schreibt schon, da habt ihr von dir gelernt, Outdoor zu fotografieren, Bearbeitung von der Victoria. Guck, da hast du ja schon viel beigebracht. Ja, ne, wenn wir im Austausch sind, ich sag mal, ich bin ja auch nicht jemand, der sagt, nee, das darfst du nicht von mir lernen oder so. Ich zeig dir das nicht, das will nur ich. Weil sie macht es sowieso komplett anders dann. Ja, ich kann jetzt mal sagen, du pass mal auf, ich mach das so und so, guck mal, ich habe die Aktion und so, hier kannst du haben. Aber trotzdem kommt hier immer was anderes raus, was auch toll ist, aber was trotzdem nie so sein wird, wie ich das mache. Also irgendwie, weiß ich auch nicht warum. Also dieses perfekt 1:1, wo man sagt, oh, das hat Victoria, nee, das hat Victoria gar nicht gemacht. Ja, das sie bleibt ja trotzdem in ihrem Stil, aber gibt der Sache ein Update irgendwo noch. Ja. Ne? Finde ich gut, dass ihr das so macht. Was ist die Fotografie für dich? Leidenschaft. Totale Leidenschaft. Also, wenn du die Kamera in die Hand nimmst, dann hast du gleich ein gutes Gefühl. Ja, definitiv. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jemals wieder ohne. Tatsächlich. Sehr gut, weil ganz spannend, weil jetzt kommt nämlich die Frage. Was würdest du tun, wenn es die Fotografie und Film nicht geben würde? Du wachst morgen auf in einer Welt ohne Kamera, gibt es einfach nicht. Was hättest du stattdessen gemacht? Wow. Unvorstellbar. Kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, muss ich jetzt so sagen. Ich weiß es nicht.
Bäcker, wärst wieder Bäcker geworden. Nein, ich glaube nicht mehr. Ich muss irgendwas machen, wo ich selbst entscheiden kann. Tatsächlich. Vielleicht sowas wie Visagistin oder so, irgendwas in der Richtung. Ich habe das tatsächlich mal eine Ausbildung angefangen. Also ich habe so ein Wochenendseminar mal gemacht, weil ich dachte, naja, wäre ja cool. Liegt mir aber nicht. Liegt mir tatsächlich nicht. Das lasse ich gerne andere Leute machen. Ja. Also ich würde es gerne können, aber es liegt mir nicht. Ich könnte tatsächlich nicht sagen, was ich dann machen würde. Muss ich so gehen. Es gibt für mich nichts anderes. Ja, sehr gut. Dann ist auch gut, dass es Kameras gibt, dass wir das hier so aufbauen. Also super. Dann bin ich soweit tatsächlich sogar mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, das ist noch wichtig, das ist noch ein wichtiger Punkt, irgendwas? Nö, ich tatsächlich nicht. Perfekt, dann haben wir es auch gut durch. Und dann bedanke ich mich jetzt für den tollen Talk. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Für alle Leute, die das auf YouTube sehen, ich verlinke mal hier, wenn Nicole schon dabei ist, das Interview mit der lieben Nicole, da könnt ihr ein bisschen was von ihr dann nochmal sehen. Und ja, dann einen erfolgreichen Tag dir, ne? Gute Fotos und dann bis später. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Zur Stilikone. Yeah. Edmund rätselte der Weg zum Ruhm und viel mehr in die Zukunft, bereit für ein Kennenlerngespräch. Oh yeah, Erfolg ist mein Name, shoot wie ein Profi, Bilder zum Leben erwecken, Filmemacher, Motivation, Klick auf Edmund rätselte.